auch immer in der Erde hinter dem Tierfriedhof lebt, ist ganz. Sein Name war Timmy Betterman. Er wurde getötet, als er auf dem Weg zu einem Heimaturlaub war. Seinem Vater Bill Betterman hat es das Herz gebrochen. Er war so verzweifelt, dass er seinen Sohn dort oben begrub, ohne nach der ganzen Wahrheit zu fragen. Das glaube ich gern. Wissen Sie, wie die Wahrheit aussieht? Dass manchmal der Tod besser ist. Ein Mensch, den man dort oben begräbt, ist nicht mehr derselbe, wenn er zurückkommt. Er mag noch so aussehen, aber er ist es nicht mehr. Denn was auch immer in der Erde hinter dem Tierfriedhof lebt, ist ganz und gar nicht menschlich. Es war 4 oder 5 Tage, nachdem Timmy beerdigt wurde. Als Margie Washburn Timmy sah, wie er die Straße in Richtung Yorks Mietstall hinaufging. Und mit der Zeit sahen viele Leute Timmy dort entlang gehen. Aber es war Margie, die irgendwann zu uns Männern kam und sagte, es müsse ein Ende haben. Denn sie ahnte, dass es etwas Unmenschliches war. Wir wussten nicht so genau, was wir tun sollten. Schließlich stiegen wir in meinen Wagen und fuhren rüber zum Haus der Betermans, um den Dingen ein Ende zu machen. So oder so. Wir müssen alles niederbrennen. Ja, er hat recht. Sonst hört dieser Spuk nie auf. Daddy, Daddy! Was tust du denn da, Junge? Hör auf damit, Timmy, hör auf damit! Wartet, ich hole erst den Vater raus. Lasst uns in Ruhe! Lass weg, komm, Bill, bevor es zu spät ist. Wartet noch einen Moment, Leute. Wartet einen Augenblick. Er ist ein Monster, Bill! Lasst uns in Ruhe, wir haben euch nichts getan! Ich will nicht. Pass auf, dass er uns nicht rausläuft! Wir müssen hier raus, Junge! Ich will. Hör auf damit! Komm raus, Timmy, komm mit raus! Manchmal ist der Tod besser. Die Indianer wussten das. Sie begruben nie mehr jemanden dort oben. Und die Erde verdarb. Sie dürfen nicht einmal daran denken, es zu tun, Louis. Der Ort ist verflucht. Es ist ein Ort des Bösen. Manchmal ist der Tod besser. Sie verstehen doch. Ich meine, verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Soll das etwa bedeuten, der Ort wusste, was mit Gage geschieht? Was ich damit sagen will, ist, dass dieser Ort seinen Tod vielleicht verursacht hat, weil ich sie mit dieser Kraft bekannt gemacht habe. Ich habe vielleicht ihren Sohn auf dem Gewissen, Louis. Thank you.